Herzlich willkommen im Museum für Kommunikation. Das Museum zeigt zurzeit die Ausstellung Satt. Kochen, Essen, Reden. In der Ausstellung geht es um Kochen und um Essen und um die Kommunikation, die bei beidem allgegenwärtig ist. Wenn Sie sich also für mittelalterliche Tischsitten oder das Picknick, die Fernsehköche oder die Currywurst interessieren, dann sind Sie hier genau richtig. Die Ausstellung gliedert sich in 5 Teilbereiche. Wir befinden uns hier im Bereich draußen essen. Und wo ist der Deutsche, ob Banker oder Nachtschwärmer, am liebsten draußen? An der Imbissbude. Wenn man Menschen danach fragt, was für sie ein besonders schönes Essen war in ihrer Erinnerung, dann zählen fast alle immer zuerst das Setting auf und erzählen von ihren Freunden und wie sie zusammensaßen und was für eine gelungene Atmosphäre das gab. Erst in zweiter Linie kommen die Zutaten und was es zu essen gab, weil es können oft sehr einfache Dinge sein. Diese einfache Erfahrung zeigt, dass für uns das Kommunikation das Zentrale ist in der Frage des Essens und das Gespräch eigentlich erst ein richtig gutes Essen ausmacht. Das ist der Ansatz, den wir in dieser Ausstellung Kochen, Essen, Reden verfolgen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir als ein Museum, das sich mit Medien und Mediengeschichte beschäftigt, eben diesem Thema sich widmet. Aber die Medien haben natürlich auch in anderer Weise Einfluss genommen auf unsere Esssituationen. Ganz banal, schon allein im Setting. Man sieht, dass aus dem Kreis der Familie oft ein Halbkreis geworden ist, dass nach einer Seite der Blick zum Fernsehen frei bleibt und viele Menschen während des Essens Fernsehen. Dann spielt das Fernsehen natürlich im Inhalt, in den Inhalten, die es transportiert, eine ganz große Rolle. Jeder Spielfilm hat irgendwelche Beispiele von Esssituationen, die uns prägen, beeinflussen. Die Werbung ganz klar will das natürlich sogar ganz offensiv tun. Das heißt, das, was da gezeigt wird, produziert Bilder in unserem Kopf, die uns auch beeinflussen. Heutzutage hat ja nochmal die Kochshow selbst, also nicht nur das Esssituation, sondern die Kochsituation, einen richtigen Boom erlebt. Alle möglichen Formate kümmern sich jetzt plötzlich um dieses Thema. Das ist einerseits eine alte Tradition, die gab es schon in den 50er Jahren, aber damals war es sehr belehrend. Da wollte man in der Nachkriegsgeneration das Kochen beibringen. Heute ist es eher unterhaltend. Und auf diese Weise waren Medien schon immer sehr eng mit dem Thema Kochen verbunden. Eine kleine Besonderheit war zum Beispiel auch ein Ansagedienst der Post über das Telefon mit Rezepttipps. Mittags Frankfurter Auflauf und Clementine. 500 Gramm gekochtes Kassler. Und, haben Sie Appetit bekommen? Dann kommen Sie doch vorbei bei uns im Museum für Kommunikation.